Seine Musik kennt in Österreich und Deutschland jeder, sein Gesicht wohl nur die wenigsten. Der Komponist Gerhard Heinz hat unzählige Kino- und Fernsehproduktionen der 60er bis 90er Jahre vertont. Aber auch Werbejingles und sogar Kasperl und Helmi im Kinderfernsehen. Vor allem die wilden, jazzigen Filmmusiken für Schundfilme aus den 60er Jahren wie Geißel des Fleisches oder Schamlos werden jetzt wieder neu aufgelegt und begeistern plötzlich ein ganz neues Publikum. Stefan Schlager über den späten Ruhm des heute 87-jährigen Gerhard Heinz, der als Jazzmusiker begann und heute eine Filmmusiklegende ist. Trash made in Austria. Sex, Verbrechen, Gewalt, auf gut Deutsch Schund. Eddie Suller-Filme in den 1960er Jahren, von der zeitgenössischen Kritik zerrissen. Heute sind sie Kult, genauso wie ihre Musik. So etwas ist noch nicht da gewesen. Wilder, betörender Jazz gibt den Rhythmus vor, der Komponist Gerhard Heinz. Seine Soundtracks werden heute neu aufgelegt. Dem 87-Jährigen, der in seiner Karriere stets im Hintergrund geblieben ist, wird so später Ruhm zuteil. Bei der letzten Viennale war er zum Podiumsgespräch geladen, plauderte aus dem Nähkästchen. Film- und Musikbegeisterte sind sich einig. Viele Gerhard Heinz Soundtracks sind heute Klassiker. Bis vor kurzem arbeitete Gerhard Heinz noch an TV-Produktionen. Ein kleines Studio im Dachboden seines Reihenhauses hat er sich eingerichtet. In seiner Blütezeit hat er ein Studio mit 14 Angestellten betrieben, Filmmusik am Fließband produziert. Das Ganze hat damit angefangen, dass ich für Werbung, und zwar für Werbefilme damals, fürs Kino, begonnen habe zu spielen. Und zwar auf der Hammond-Orgel, die war sehr gefragt damals und hat ein Orchester erspart, weil die Produzenten meinten, naja, da braucht nur ein Musiker und das reicht. H-U-M-A-N-I-C, V-A-R-E-S und E. Ich trag sie, wenn ich tanzen geh, ich zieh sie an zum 5 Uhr. Nicht nur Sinn für Stil, sondern auch Improvisationsgabe ist gefragt. Da haben wir was Neues, schau dir das an, das hat so Stangerln, kannst geschwind was spielen. Da habe ich ein Marimba dort gehabt, also so Leute immer dabei. Und das wurde dann jahrzehntelang die Musik für Soletti. Bei einem Werbejingle kommt es darauf an, dass er vor allem einmal ohrgängig ist, dass man in sich leicht merkt. Wir sind die Faserspeicher, die kleinen Faserspeicher. Nach der Werbung kommen Film und Fernsehen. Das Geschäft brummt, jeder Auftrag, soweit machbar, wird angenommen. Egal ob Horror, Schundfilm, Klamauk, Kinofilm oder Kinderfernsehen. Die Stärke des Gerhard Heinz, er komponiert für jedes Genre, kann sich jeden Stil schnell aneignen. Bei der SA. 1976 komponiert er den österreichischen Song Contest Beitrag für Waterloo und Robinson. Das Ergebnis: ein ehrenwerter 5. Platz. Sehr gefragt sind in den 70ern anzügliche Komödien und Sexfilmchen. Wie ich in diese Schiene gekommen bin, da waren zuerst einmal diese lustigen Lederhosen- und Dirndl-Filme. Es war alles auf lustig getrimmt, es musste heiter sein, wenn man lachen kann, ist es nicht mehr so sex. Also es war gar nicht so sexy. Wir hatten wohl einen Film, der hieß Ehepaar sucht Gleichgesinntes, der war schon sehr hart. Der Film wurde dann arg zurechtgeschnitten. Aber im Studio sind alle gestanden, meine ganze Belegschaft, meine Frau, haben immer geschaut auf die Bilder. Also das war wirklich hart. Heute könnte man sowas im Nachmittagsprogramm spielen, wo Kinder zuschauen. Nur für die damalige Zeit war das natürlich unerhört. Ein Garant für den Erfolg ist auch der stete Wille zur Weiterentwicklung. Gerade im Bereich des elektronischen Pop leistet Gerhard Heinz Pionierarbeit. Früh arbeitet er mit Synthesizern. Das Studio wird immer auf dem neuesten Stand gehalten. Wenn es irgendwas Neues gegeben hat, ja, das muss her, kaufen wir. Meine Frau hat
gesagt, na, bitte muss das sein. Ja, das muss sein. Und aus Lust und Liebe. Und Gott sei Dank hat das Studio so weit gut Geld abgeworfen, dass man sich das leisten konnte. Die Begeisterung für neue Technik hat sich bei Gerhard Heinz bis heute gehalten. Also ich habe, was man heute haben muss heute, iPhone, iPad, Computer, sowohl einen Apple als auch einen Microsoft, damit ich ja alles habe, auch ein Elektroauto. Rund 100 Filme hat Gerhard Heinz vertont, an unzähligen Fernsehproduktionen mitgearbeitet. Er produziert Gebrauchsmusik, ist Handwerker. Seine Muse ist immer der nächste Auftrag. Ehrlich gesagt, ich brauchte immer einen Tritt in den Hintern, um was zu machen. Von selber hätte ich wahrscheinlich nie irgendwas gemacht. Ich muss sagen, wenn ich auf mein Archiv schaue, dass er reichlich ist, es ist eigentlich schon genug. Im riesigen Archiv von Gerhard Heinz finden sich wohl noch einige Perlen der heimischen Filmmusik. Der Gerhard Heinz Sound ist gefragt. Regelmäßig gibt es Anfragen, seine Musik neu aufzulegen. Dann gehe ich zu meiner Tonbandmaschine, lege das Band auf, mache eine CD davon, verpacke die und schicke sie in die Vereinigten Staaten. Und da bin ich wieder wer. Ansonsten bin ich jetzt Hausmann und helfe meiner Frau, wo es geht. Und lebe glücklich und zufrieden. Und fahre Elektroauto, ja. Viele seiner Filmmusikkompositionen sind heute Klassiker. Er war immer auf der Höhe der Zeit und hat neue Standards gesetzt. Niemals stillstehen ist auch heute noch das Motto von Gerhard Heinz. Der Soundtrack von Gerhard Heinz zu Geißel des Fleisches ist auf Vinyl erschienen, bei Digaton erhältlich. Schamlos erscheint am 13. April. Die beiden Filme können Sie auch auf der DVD Exploitation Austria, erschienen bei Donaufilm, nachsehen.